Hallo. Stirb einfach. Ey, diese Alte, die kann man auch nicht 2 Minuten mal alleine lassen. Ernsthaft. Und warum kann die da draußen rumdümpeln, ohne irgendwie kaputt zu gehen? Normaler Mensch müsste doch da draußen sterben. Aber nein, sie wird da einfach rumgetragen und alles toll, alles dürfte. Alter, geh mir einfach nicht auf den Keks. Oh, kleine Granaten. Wat, Ruhe hier. Was sagt die Tür? Die Tür kriegen wir offen, aber wir gehen erstmal hier rein. Oh, ein Portal. Portal? Ne, wir gehen jetzt durch die Tür. Gucken, was da ist. Eine Waffe, eine Handgranate. Ja, wir müssen durchs Portal. Natürlich. Was auch sonst? Geronimo! Genau, Vogeli, mach ihn fertig. Was seid ihr denn hier alle? Wo kommt ihr denn weg? Aus Weg kommt ihr denn mal gekrochen, ha? Ja, beim Schießen auf den Gegner zielen. Ist hilfreich, habe ich mir sagen lassen. Granaten sind pfui. Merkt ihr das? Oh Mann! Hör mal zu. Alter Pillemann, du. Ja, genau. Hau doch nochmal. Ja, und der nächste. Na sicher. Richtig. Es ist doch nicht wahr. Ich glaube, ich muss da durch die Tür. Behaupte ich jetzt einfach. Geh offen. Oh, da ist ein Halding. Aufzug? Welcher Aufzug? Tja. Welcher Aufzug erfahren Sie nach der Pause? Wo bewegt sich jetzt was? Ah, jetzt kommt er runter, dann kann ich drauf und dann ruckelt es. Sehr schön. Nochmal ein Beruhigungscut. So, ja, für alle, die sich jetzt fragen, was macht er das an dieser Stelle schon wieder? Ja, ich habe gerade einen von meinen coolen Fraps-Beruhigungscuts gemacht und irgendwie meinte Fraps dann auf einmal, nicht mehr aufnehmen zu müssen. Obwohl es irgendwie lustigerweise angezeigt wurde, dass er aufnimmt. Aber naja, was soll's. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder an dieser Stelle. Ich habe mich wieder ein bisschen vorgewuselt. Ja. Machen wir jetzt ab hier weiter. Ich glaube, ich war auch nicht so wirklich weit gekommen, bevor ich das überhaupt mit dem Nicht-Aufnehmen gemerkt habe. Es war sowieso voll komisch, dass ich das überhaupt gemerkt habe. Aber naja, ey, hör auf mich zu hauen, Mann. Du auch. Oh Mann. Weißt du was? Säure. So. So. Hier die Granate nehmen wir mit. Den Alarm machen wir noch eben aus. Ich höre zwar immer noch nicht wirklich was, aber hey, was soll's. Ja, ich glaube, an dieser Stelle hier waren wir. Ja, ich glaube, als ich die Aufnahmen gerade überprüft habe, waren das diese Stelle. Nee, das ist schön, wenn man hier die ganze Zeit spielt, labert und dann denkt man sich, irgendwas läuft hier doch auf einmal doch nicht mehr so richtig. Man guckt, na, Fraps nimmt nicht auf. Nee, was soll's. Schön.
Fraps will mich nur verarschen, weil ich gesagt habe, kurz vor Ende, ich mach das jetzt nochmal locker flockig fertig. Hat sich Fraps auch gedacht, naja, dem werde ich geben. Ey, auf mich zu schießen, Mann. Ich habe da gerade echt keinen Nerv für. So, hast du davon. So, in die Richtung müssen wir. So. Man. So dark in here. Wa. Ey, Alter. Weißt du, dass mich sowas einfach nur aufregt? Verreck an Säure. Verreck an der Säure. So, jetzt machen wir hier Augen aus. Augen aus. Na. Nehmen uns noch hier Granaten mit. Granaten sind immer gut. Die Welt braucht natürlich definitiv mehr Granaten. So, aufmunitioniert. Wenn ich jetzt Leben hätte, wäre das natürlich richtig toll. Ja, an dieser Stelle war ich gerade. Das ist... Out of my head. So wollte ich das. Ja, da unten ist wieder so ein wirsches kleines Vieh. Ich mag es, ich mag es. Bam, egal. Und das Viech kann... Ach, das Viech ist wirklich zu zweit. Okay, dann habe ich mich von Donny verguckt. Ja, und die können so richtig toll... durch diese... Ja, ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich möchte mich da nicht zu äußern. Nennen wir es einfach mal Ritze. Kann das Ding immer verschwinden und wieder auftauchen. Auf zu schießen dauern. Was soll das denn? Schieß ich auf dich oder was? Ah, nein, 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 nein. Böse, böse, böse. Mami. Toll, jetzt bin ich wieder unten. Da muss ich doch gar nicht hin. Ja, ihr seid doch Arschkrampen, ey. Du Stern, du da hinten und du so, ey. Verarsch mich doch eine Runde. Dich da hinten nehme ich noch. Au, ja, ins Loch, ja, geil. Super. So, Säure ins Gesicht. Jetzt falle ich, glaube ich, auf dich. Das ist natürlich, jetzt falle ich hier runter. Ungefähr so, wie ich mir das natürlich vorgestellt hatte. Dann nehmen wir jetzt halt diesen Weg. Ach, wir sind da ja flexibel. Runtergefallen. So, wo ging es denn jetzt lang? Nein, 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 aber da hinten möchte ich. Ist denn jetzt mittlerweile... Nein, wir müssen erst, glaube ich, eine bestimmte Anzahl von diesen Mistviechern killen. Bevor da oben das Tor aufgeht. Ja, hi. Darf ruhig mit mir reden. Kein Thema. Na gut. So, und du da unten kriegst auch noch dein Fett weg. Gar kein... Ja, genau, jetzt ist er wieder durch so einen Ritz verschwunden. Das regt mich so auf. Und meistens check ich dann... Oh, gar nicht, wo die Viecher überhaupt hingehen. Badam, 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 badam. Stehst du da noch? Ja, scheint schon. Nein, ich häng fest. Nein, ich häng fest. Jetzt läuft er da hinten lang, springt nach oben, landet in einem Ritz und... ist da wieder. Ja, anscheinend sind wir hier gleich out of Mumper. Dann werfen wir hier mal so ein kleines Moppeldingen hoch. Oh oh. Nee, das Tor ist immer noch nicht offen.
Au! Friss das. So, tot ist er. Ach ne, jetzt liegt da wieder so ein kleines Viech. Ja, der Körper. So, jetzt kommen wir da hoch. Jetzt aber schnell. Wenn man die kaputt schießt, dann platzen... Ja, gehst du da raus? Gehst du einfach da raus? Sag mal. Dann platzen die so lustig auf und die verlieren ihre Beine, aber der Körper bleibt. So, genau an dieser Stelle war ich. Tada! Mächtiger Badaboom haben wir bekommen. Ganz, ganz schönes Ding. Sowas wie ein Raketenwerfer, aber den werden wir jetzt nicht brauchen. Das sieht so geil aus da draußen und ich habe immer noch keinen Plan, was das ist. Egal. So gut wie leer. Ja, das sieht munitechnisch gerade wunderbar aus. Ich nehme aber trotzdem das Ding. Obwohl, ich kann ja mal hier den dicken nehmen. Damit alle sehen, wie der abgeht. Ja, das war natürlich ein Meisterschuss. Echt. Boom. Egal. So, stirb. Möchte noch jemand sterben? Ich meine, ich bin da großzügig, was das Sterben angeht. Also... in die Richtung. Hui! Wow, 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 wow. Wow. Na, das war ja wieder ein Glanzschuss hier. Echt erste Sahne. Jetzt aber. Tada. So sieht die Wumme aus. Finde ich relativ witzig. So einen kleinen Raketenwerfer. Ja, wir ruckeln. Da können wir wieder die Hand benutzen. So, ich mache jetzt nochmal Quicksave, bevor es weitergeht, und den Fraps Beruhigungscut. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch wirklich danach wieder hören. So, ja, noch ist die Anzeige rot. Das sollte wohl bedeuten... Nee, ich nehme auf. Wobei ich Fraps da jetzt auch nicht mehr so wirklich vertraue. Ein Rotzer, komm. Danke. Noch mehr von diesem Raket. Aha, das sieht aus, als ob ich dann da irgendwie rüber kann. Aber das sieht doch garantiert so aus, als ob hier 1000 Gegner gleich angeschissen kommen. Ah, ab der Stelle... Aha. Schreiten am Quicksave, bevor ich da jetzt drin verrecke. Lauf, 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 lauf! Ah. Was? Och, da war schon wieder so ein Freak. Weißt du was, Freak? Was hältst du da? Ja, genau, genau. Freak? Freak. Egal. Wow. Wow. Sieben? Sieben. Wow. Ja, ey, du. Komm da raus. Komm. Ich weiß doch, du willst das, ja. Tada! Wenn ich die so mache, konnten die doch irgendwie noch hinterherlaufen, oder? Dieses dreckige...